So, hallo alle zusammen. Guten Abend an alle. Heute sprechen wir live zu einer Prüfung, einer sehr wichtigen Prüfung, und zwar Telgdeutsch B1, B2 Pflege. Ja? Die Prüfung Telgdeutsch B1, B2 Pflege ist eine skalierte Prüfung. Das bedeutet, dass man entweder das Niveau B1 oder B2 bekommen kann. Und heute sprechen wir darüber, wie viele Punkte man für das Niveau B2 bekommen kann, um das Niveau B2 zu erreichen. Warum braucht man das Niveau B2 bei dieser Prüfung? Weil man für die Anerkennung des berufliches Zeugnisses unbedingt das Zertifikat B2 braucht. Und in verschiedenen Bundesländern ist auch unterschiedlich. Manche Bundesländer verlangen von den Teilnehmern nur B2-Zertifikat, Goethe, TELG, ÖSD. Und manche Bundesländer in Deutschland verlangen nur Zertifikat Telgdeutsch B1, B2 Pflege auf dem Niveau B2. Ja, und ich habe meinen zweiten YouTube-Kanal für die Pflegekräfte entwickelt, und dieses Video wird auch dann später dort gepostet, damit meine Community für die Pflege das auch weiß. Und ich hatte schon mal Video über die Punkte für die Telgdeutsch B2, habe ich schon mal gemacht. Und heute erzähle ich über die Punkte, wie viele Punkte man braucht für die skalierte Prüfung Telgdeutsch B1, B2 Pflege. So, zuerst ist es wichtig zu wissen, dass im Unterschied zu der Prüfung Telgdeutsch B2 allgemein ist es so, dass bei dieser Prüfung, bei der Pflegeprüfung, kann man nicht die Teile nochmal wiederholen. Ja, zum Beispiel, sie bestehen schriftlich oder mündlich, und sie müssen dann komplett die ganze Prüfung wiederholen. Bei der Telgdeutsch B2 ist es so, wenn sie mündlich bestanden haben, müssen sie sich nur für die schriftliche Prüfung nochmal anmelden. Aber bei der Prüfung Telgdeutsch B1, B2 Pflege ist es wichtig, dass Sie die Prüfung sofort auf dem Niveau B2 bestehen, und wenn nicht, dann müssen Sie die komplette Prüfung nochmal wiederholen. Ja, ich hoffe, soweit ist es klar. Heute zeige ich Ihnen noch eine ganz kleine Präsentation, wie die Punkte vergeben werden, und zeige auch Ihnen meinen Kurs für die Pflegekräfte, die ich entwickelt habe. Auch heute möchte ich Ihnen mein Buch ein bisschen zeigen. Ich habe mein Buch für die mündliche Prüfung Telgdeutsch B1, B2 Pflege fertig geschrieben. Jetzt ist es in der Endphase vor der Veröffentlichung, und wenn das endlich da ist, werde ich Sie informieren. Aber ich habe ein Probeexemplar schon zu Hause. Das ist leider nicht zum Verkauf gedacht, das ist nur für den Autor gedacht. Und das habe ich jetzt und zeige Ihnen ein bisschen was davon. Gut, so, Sie können mir gerne schreiben hier in die Kommentare. Ich sehe Sie. Miriam, Sturm, Raya, SMS, ob Sie mit der Pflege was zu tun haben, brauchen Sie auch einen Zertifikat Telgdeutsch B1, B2 Pflege, oder brauchen Sie nur B2 allgemein? Das würde mich sehr gerne interessieren. So, und ich möchte Ihnen jetzt meine Präsentation zeigen. So, bitte schreiben Sie mir in die Kommentare, ob Sie auch meine Präsentation sehen können. Perfekt. So, die Nase juckt mich ganz stark. Okay, so, meine Lieben,
Die Prüfung TELG Deutsch B1, B2 Pflege. Die mündliche Prüfung. Achtung. Für zwei Personen, für ein Paar, dauert 16 Minuten. Ja? So, das heißt, Bild werden Sie circa 1,5 Minuten beschreiben und dann kommen die Fragen des Prüfers oder einer Prüferin. Dann kommt der Kurzvortrag, wieder 1,5 Minuten plus Fragen des Prüfers. Und zum Schluss kommt eine Diskussion oder Pausengespräch. Und das dauert dann ein bisschen länger, wo Sie mit Ihrem Partner diskutieren werden. Und das dauert 4 Minuten. So, und wenn wir uns das anschauen, 1,5 Minuten, 1,5 Minuten, 4 Minuten, dann bleibt es für eine Person sehr wenig Zeit, um sich zu zeigen, um sich zu präsentieren, um zu sprechen. Eine Person spricht durchschnittlich circa 6 bis 8 Minuten. Und das ist wahnsinnig wenig. Ja, das heißt, wenn du unvorbereitet zu dieser Prüfung kommst, dann denkst du so lange nach. Du überlegst, was du sagst. Habe ich das richtig gesagt? Ich habe die Frage nicht verstanden. Die Zeit verläuft wie am Schnürchen. Die Zeit verläuft ganz, ganz schnell. Das wirst du merken. Deswegen, damit du einen guten Eindruck hinterlässt, damit du besser sprichst, musst du wirklich sehr vorbereitet sein auf die mündliche Prüfung. Ja, das ist wichtig. Warum? Wie viele Punkte brauche ich für das Niveau B2? Das steht schon fest. Der Teil sprechen muss auf dem Niveau B2 sein. Ob du möchtest oder nicht, damit du dein B2-Zertifikat bekommst, brauchst du sprechen, Teilsprechen. Alle Teile der Prüfung brauchst du auf dem Niveau B2. Da sind 75 bis 100 Punkte. So, dein Ziel ist beim Sprechen 75 bis 100 Punkte zu erreichen. So, wenn du schon Sprechen geschafft hast, musst du auch schauen, dass du ein weiteres Subteil auch auf dem Niveau B2 hast. Das heißt, zum Beispiel, jetzt komme ich durcheinander. Also ein weiterer Teil der Prüfung muss auf dem Niveau B2 sein. Und der letzte Teil, also es gibt drei Teile, und der letzte Teil darf nicht unter B1-Niveau sein. Also du musst sozusagen B2, B2 plus B1 haben. Alles, was auf dem, wenn du irgendwas auf dem Niveau A2 hast, kannst du auch in diesem Fall nicht dein Zertifikat auf dem Niveau B2 bekommen. So, hier habe ich ein Beispiel für Sie vorbereitet. Sie erhalten das B2-Zertifikat, wenn, Beispiel 1, wenn du Sprechen auf dem Niveau B2 hast, 75 bis 100 Punkte, Schreiben zum Beispiel auf dem Niveau B1 und Lesen plus Hören auf dem Niveau B2. Also du siehst B2, B2 und Schreiben auf dem Niveau B1. In diesem Fall bekommst du dein Zertifikat B2. Das ist unser Ziel. Noch ein Beispiel. Sie haben Sprechen B2, Schreiben B2, aber Lesen und Hören auf dem Niveau B1. Wir sehen wieder zweimal B2-Niveau und ein Teil auf dem Niveau B1. Das bedeutet, du erhältst dein Zertifikat B2. Und das bedeutet für dich ganz dringend, dass du dein Sprechen auf dem Niveau B2 haben solltest. Und ich weiß nicht, wie du dich auf die Prüfung vorbereitest. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben. Genau, schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, wie Sie sich auf die Prüfung vorbereiten.
Genau. Schreiben Sie mir gerne, wie Sie sich auf die Prüfung vorbereiten. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe für meine lieben Pflegekräfte einen Kurs entwickelt. Und zwar, das ist der Kurs nur für die mündliche Prüfung. Genau, ich bereite Sie nur auf die mündliche Prüfung TelDeutsch B1, B2 Pflege. Ich habe mein Buch geschrieben. Ich arbeite mit dem Buch vom Telg Trainingseinheiten. Vielleicht habt ihr schon meine Videos auf dem Telg YouTube gesehen. In der Playlist Deutsch lernen für die Pflege findet ihr schon 5 Videos von mir, wie ich mit diesem Buch arbeite. Also alle Themen kommen aus dem Buch und aus meinem eigenen Buch. Genau, hier, das ist mein neues, fast 100 Seiten Buch. Ich bin sehr, sehr stolz auf mein Buch und das erzähle ich ein bisschen später darüber. Also, jetzt kommen wir zum Kurs. Da steht, schreibt Ruth, ich habe noch nicht vorbereitet, ich habe mich noch nicht vorbereitet. Genau. Masud schreibt, ich brauche 8 Punkte für die schriftliche Prüfung. Gut. Genau, jetzt zeige ich Ihnen meinen Kurs. Ich habe extra für Sie entwickelt diesen Kurs, weil ich weiß, dass Sie arbeiten. Jeder von diesen Pflegekräften, die ich jetzt kennengelernt habe in meinen Online-Unterrichten, haben alle in Schichtarbeit gearbeitet. Manche arbeiten Frühschicht, manche machen Spätschicht und so weiter. Und damit alle Möglichkeit haben, zu mir zu kommen, hier ist meine Webseite. Hier werde ich in die Kommentare das einfügen. Ah, leider geht es jetzt gerade nicht. Aber gleich werde ich das Ihnen zeigen. Hier, Sie können dem Link folgen. Und ich werde das jetzt Ihnen zeigen, meinen Kurs, und Sie können sich das anschauen, ob es Ihnen passt. Bildschirm teilen. So, das ist meine Webseite und hier sehen Sie über mein Buch ein bisschen Info. Hier können Sie sich per WhatsApp anmelden. Und bevor Sie sich bitte melden und Fragen stellen per WhatsApp, hier gehen Sie auf diesen Knopf Mehr Infos zum Kurs. Und holen Sie sich den Plan des Kurses. Das ist der Plan des Kurses. Der Kurs findet an 5 Tagen statt. Ja? Und hier sehen Sie sofort die Termine. Der Kurs beginnt am 26. April, schon bald, und dauert 5 Tage. Ich hoffe, dass Sie das sehen können. Ich schiebe das noch so ein bisschen hin. Und Sie sehen, ich biete 2 Termine am Tag, am Vormittag und abends. Also morgen früh, 7:45 Uhr, für die, die Spätschicht haben. Ja, Sie können zu mir morgen früh kommen für 1 Stunde. Und für die, die Frühschicht haben, können abends zu mir kommen von 5 bis 18 Uhr. So, und wir arbeiten 5 Tage hintereinander. Jeder Tag baut auf sich auf und an jedem Tag lernen wir was Unterschiedliches, was anderes. Zum Beispiel Tag Nummer 1 am Montag lernen wir allgemeine Informationen über die mündliche Prüfung, typische Fehler. Typische Fehler habe ich schon mal in meinem letzten Video erwähnt, ein paar Fehler. Hier sprechen wir über mehr Fehler und ich erkläre schwere Fragen bei der Prüfung. Ja. Das ist das Problem, dass bei der ersten Teil Bild beschreiben, alle Leute können sehr leicht Bild beschreiben. Aber wenn ich als Prüferin die Frage stelle, die Frage wird oft nicht verstanden. Ja, und dann sagt man, wie bitte, könnten Sie bitte das nochmal wiederholen? Und dann dauert es immer wieder so lange, bis der Teilnehmer
oder Teilnehmerin die Frage versteht. Und damit das bei Ihnen nicht passiert, habe ich das eingebaut in die schweren Fragen bei der Prüfung. So, und das trainieren wir eine Stunde lang per Zoom, ja, und ich erkläre genau dieses Thema am Vormittag und das noch einmal abends. Und Sie können sich entscheiden, wann haben Sie Zeit, wann könnten Sie kommen. Ja? Danach, am Tag Nummer 2, am Dienstag, am 27. April, arbeiten wir mit dem Bild, mit dem ersten Teil der Prüfung, genau um dieselbe Uhrzeit, vormittags. Und am Abend von 5 bis 6 Uhr abends. Am dritten Tag arbeiten wir am Kurzvortrag und am vierten Tag machen wir eine Diskussion. So, ich habe hier die Uhrzeiten markiert. Ich beginne hier ein bisschen früher, schon um 7 Uhr morgens und abends auch ein bisschen früher als sonst. Ja? Deswegen habe ich hier das markiert. Und am Tag Nummer 5, am Freitag, besprechen wir alle Teile der Prüfung noch einmal zur Wiederholung. Ja? Kurs kosten 88 Euro, 5 Tage, 60 Minuten. Wie kann man sich anmelden? Sie schreiben mir eine WhatsApp-Nachricht an meine Arbeitsnummer. Hier finden Sie meine Nummer. Also Sie müssen sich diesen Plan herunterladen mit Ihrem Namen und E-Mail-Adresse. Und ich antworte innerhalb von 24 Stunden. Genau, ich habe noch andere Kurse auf dem Niveau B2 und noch andere Schüler. Also kann ich nicht sofort gleich Ihre WhatsApp beantworten. Genau, wenn ich Ihnen sage, ja, Sie sind angemeldet, vielen Dank, müssen Sie mir Gebühr, 88 Euro, überweisen, entweder per PayPal oder IBAN, wie Sie möchten, bis 23. April. Und dann schicken Sie mir bitte die Zahlungsbestätigung per E-Mail oder per WhatsApp. Ich habe bezahlt, hier Screenshot, damit ich nicht in meine Bank nochmal reingehen soll. Genau, und dann per E-Mail bekommen Sie Link zum Zoom, wo wir uns treffen werden. Und dieser Link gilt alle 5 Tage. Immer wieder kommen Sie zu diesem Link zu mir zum Kurs. Genau, hier sind die Teilnahmebedingungen. Lesen Sie das bitte durch. Genau, das ist mein Kurs. Und ich schaue mal, ob Sie schon Fragen haben. Genau. Genau. Ich sehe hier keine Fragen, genau. Ich sehe ÖSD, Goethe oder Telk. Ja, genau. B2, auf dem Niveau B2 gibt es unterschiedliche Prüfungen. ÖSD, Telk und Goethe. So, dann würde ich sagen, das war meine Vorstellung zu meinem Kurs. Und ich habe ein Geschenk für die ersten 5 Personen, die sich anmelden und die Kursgebühr bezahlen, bekommen meine Kursteilnehmer dieses Buch für noch mehr Prüfungsvorbereitung. Und zwar, das heißt Sprachbausteine Deutsch B1, B2 Pflege, Deutsch für die Pflegekräfte, ein Buch nur mit Sprachbausteinen und zwar 10 Übungen. 10 Übungen, das Buch hat 33 Seiten und mit Lösungen natürlich. Und in meinen Videos habe ich euch schon dieses Büchlein gezeigt. Hier sind sehr viele Texte über Hygiene zum Beispiel, Aufnahmeberichte, Biografieberichte, dass sie auch für die Prüfung diese Texte sehr nützlich sind. Sie können das gerne benutzen. Bekommen wir ein Zertifikat oder nein? Bei mir machen Sie nur Prüfungsvorbereitung. Ja, wir lernen die Prüfung kennen, wir machen Übungen, wir sprechen per Zoom. Ich bin kein Prüfungszentrum. Ja, ich bin Elena Wermuth, Lehrerin, Deutschlehrerin und Telkprüferin. Bei mir bekommen Sie nur Übungen. Wir werden sehr viel sprechen. Ich werde meine Kursteilnehmer
in die Gruppen teilen. Per Zoom gibt es Möglichkeit, Teilnehmer zu zweit, zu dritt zusammenzustellen, damit sie miteinander sprechen. Ja, das heißt, wir werden nicht in einer Klasse sitzen und eine Person redet, sondern ich werde sie teilen und sie werden in den kleinen Gruppen miteinander trainieren. Ja, das ist sehr wichtig. Noch habe ich so etwas wollte ich noch sagen. Genau, die Voraussetzung zu dem Kurs ist das Niveau B1 plus oder B2. Ja, auf dem Niveau A2 wäre für Sie unmöglich, an diesem Kurs vorzubereiten, weil nämlich die Prüfung ist wirklich sehr schwer. Man braucht viel Fachwortschatz, man braucht Redemittel. Die Redemittel zu allen Teilen der Prüfung werde ich Ihnen schicken, damit Sie das auch anwenden können. Und viele, viele Erklärungen von mir bekommen Sie auch. Genau. So. Genau. Genau. Ruth schreibt, ich bin zum ersten Mal bei Ihnen teilgenommen. Genau. So, welches Buch soll ich zeigen? Das ist Sprachbausteine. Das zeige ich Ihnen. Die ersten 5 Personen, die sich anmelden bei mir und die Kursgebühr bezahlen und wenn Sie in Deutschland Ihren Wohnsitz haben oder in Österreich oder in der Schweiz, dann verschicke ich dieses Buch. Wenn Sie aber auf den Philippinen sind, kann ich leider das Buch nicht verschicken. So, genau, ich wiederhole noch einmal, am 26. April beginnt mein 5-Tage-Kurs und die Uhrzeiten sind vormittags, morgen früh und abends. Das ist für alle, die in Schichtarbeit haben und genau. Ich weiß es, dass Sie es sehr schwierig haben. Sie müssen Deutsch lernen, Sie müssen sich auf die Prüfung vorbereiten und Sie müssen noch arbeiten. Und damit Sie zu meinem Kurs wirklich kommen können und nicht verpassen können, ja, manche sagen, ich kann nur an einem Tag kommen. Ein Tag bringt nichts, 2 Tage bringen nichts. Sie müssen schon den kompletten Kurs besuchen. Ja, schauen Sie, dass Sie an allen Tagen teilnehmen können. Ein Tag kann man weglassen, aber 5 Tage sollte man schon sich bewusst sein, dass man 5 Tage kommt. Genau, jetzt zeige ich Ihnen mein Buch ganz kurz. Ganz kurz. Das Buch hat 94 Seiten. Und das Buch, ich habe für Sie extra Motivationsschildchen gemacht. Ich bestehe meine Prüfung. Ja, viel Motivation in diesem Buch, viele Beispiele, Aufgaben, Strategien und Lösungen. So, Modul sprechen. Das ist nur sprechen. Ja, nur sprechen. Und hier sehen wir Inhaltsverzeichnis. Und Inhaltsverzeichnis besteht aus 3 Spalten. Und hier haben wir Sprechen Teil 1, Sprechen Teil 2 und Teil 3. Und das ist nicht nur ein Buch zum Lesen, sondern ich habe auch sehr viele Blätter zum Schreiben hinzugefügt. Das heißt, Sie lesen etwas und Sie machen sich Notizen parallel dazu. Ja? Viele Infos über die mündliche Prüfung, worauf besteht die Prüfung, alles in meiner Lieblingsfarbe. Genau. Teil 1, hier kommen sofort meine Tipps, hier kommen die Redemittel. Ich habe alles mit großen Buchstaben designt. Das habe ich mit meiner Designerin zusammen gemacht, mit Julia Janis. Das hat sie alles für Sie wunderbar gemacht. Genau, und dann kommen schon die Bilder, zum Beispiel ein Bild, wie in der Prüfung. Und hier ist
hier kommen die Fragen, ja, oder so wie in den Büchern von anderen Verlagen. So, und Sie sollen das trainieren. Und hier kommen die Prüferfragen auf dem Niveau B1 und auf dem Niveau B2. Und hier gleich lesen Sie mein Beispiel. Wie würde ich das beschreiben? So, und hier ist Platz für Ihre Notizen. Ja, das heißt, Sie lesen das und Sie schreiben dann Ihre Notizen dazu. Genau. Und ich werde jetzt, genau, ich schreibe gerade noch ein zweites Buch, ein Arbeitsbuch, wo man nicht nur liest, sondern wo man noch mehr schreibt für die mündliche Prüfung. So, dann kommen die Aufgaben für den Kurzvortrag. Genauso, Kurzvortrag sieht super toll aus mit der prüfungsnahe Aufgabe. Hier ist Platz für Ihre Notizen. Hier ist mein Beispiel. Wie würde ich meinen Vortrag vorbereiten? Hier sind die Fragen und auch wieder viel Platz für Ihre Notizen. Genau, wenn das Buch im Verkauf steht, hören Sie mich? So, genau. So, gut, perfekt. Was wollte ich sagen? Ich habe schon vergessen, kein Problem. Motive, was ist das Schreiten, Motive? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Schreiben wir Bewerbung? Nein, wir schreiben keine Bewerbung bei Telgb 2, nicht mehr. Sind Sie eine Pflegerin? Nein, ich bin Deutschlehrerin. Ich bin keine Pflegefachkraft. Meine beide Eltern sind Ärzte und die sind beide in Russland. Und ich bin im Krankenhaus aufgewachsen. Meine Mama ist Frauenärztin in einem Geburtshaus, wo die Frauen ihre Kinder zur Welt bekommen. Und mein Vater ist Arzt für innere Medizin, der ist Gastroenterologe. Genau. Ich habe ehrenamtlich in der Pflege viel gearbeitet. Genau. Aber sonst bin ich nur Deutschlehrerin für die Pflegekräfte. Genau. So. Ich würde sagen, ich habe Ihnen jetzt alles erklärt und Sie kennen sich jetzt aus, dass man um B2 Zertifikat zu bekommen bei der Prüfung TELG Deutsch B1 B2 Pflege ist es sehr wichtig, Sprechen auf dem Niveau B2 zu haben. 75 bis 100 Punkte brauchen Sie in diesem Teil. Gut, und ich biete Ihnen die Möglichkeit, mit mir zu trainieren. Einen flexiblen Plan habe ich vorbereitet. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr zu meinem Kurs kommt, dann kann ich euch auch live sehen, nicht nur ihr mich auf dem YouTube, sondern auch live per Zoom. Das ist sehr interessant und spannend. Jetzt gerade läuft mein Kurs für die mündliche Prüfung TELG Deutsch B1, TELG Deutsch B2. Und da sehe ich meine Frauen und einige Männer oder einen Mann in dem Kurs. Und das ist sehr schön, wenn man die Menschen, die dir zuschauen, auch persönlich kennenlernt. Was sind das für die Männer? Was sind das für die Frauen? Das ist sehr spannend. Genau. Ja, und
Ich freue mich auf euch und demnächst findet der nächste Kurs für auf dem Niveau B2 Beschwerdebrief schreiben. Der Kurs ist leider schon ausgebucht. Das freut mich, dass so viele Interessenten dabei sind. Und der nächste Kurs ist Sprachbausteine B2 und jeder Teilnehmer von dem Wochenendekurs Sprachbausteine B2 bekommt das Buch, das gelbe Buch Sprachbausteine B2, geschenkt zum Kurs dazu. Also schaut euch unbedingt meine Homepage an. Das verlinke ich unter diesem Video und kann auch hier schreiben. Ja, genau. So, und besuchen Sie einfach meine Webseite. Besuchen Sie einfach den Abschnitt mit der Pflege und für B2 und meldet euch bei mir per WhatsApp und innerhalb von 24 Stunden werde ich Ihre Fragen beantworten. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr jetzt mit mir um diese Uhrzeit hier wart. Das ist große Motivation für mich, weiterzuarbeiten, weitere Kurse zu kreieren, weitere Bücher zu schreiben. Ich bekomme von euch so viele liebe Kommentare, dass ich will nicht aufhören, weiter zu unterrichten. Genau. Und ja, und im Kopf sind noch neue Bücher. Ich arbeite, ich schreibe weiterhin, arbeite in der Nacht. Schlafe sehr wenig in der letzten Zeit, weil ich für meine Schüler das Leben erleichtern möchte. Ich weiß, dass die deutsche Sprache sehr schwer ist. Ich komme selbst aus Russland und kam jetzt vor 11 Jahren erst. Und ich weiß, wie schwer es für die anderen, die Deutsch nicht studiert haben, die Deutsch nicht in der Schule gelernt haben. Und diese Prüfungen sind wirklich schwer. Ja, und da ich schon als Lehrerin habe Schwierigkeiten bei diesen Prüfungen. Und was kann ich nur von den Schülern erwarten? Deswegen erstelle ich meine Lehrwerke weiterhin, damit jeder das verständlich hat. So, Galina, ich bin von Beruf Hebamme. Meine Frage ist, B1, B2 Pflege, hilft es mir bei der Anerkennung meines Diploms? Wenn Sie Ihr Diplom anerkennen möchten, gibt es in Ihrem Bundesland eine Stelle, wo Sie Ihre Papiere schicken können. Und dort wird Ihnen eine Liste gegeben, wo steht, um Anerkennung als Hebamme brauchen Sie solche Papiere. Und da steht schon, welches Sprachzertifikat brauchen Sie. Ja, Sie müssen sich dort erkundigen. Gibt es eine Möglichkeit für eine Prüfung in München? Natürlich, die TELG-Prüfungen finden in Deutschland überall statt. Ja, Sie müssen nur suchen, bei Google eingeben, TELG-Prüfung, TELG Deutsch B1, B2 Pflege München und dann bekommen Sie sofort viele Sprachschulen oder andere Organisationen, die diese Prüfung anbieten. Ja, ich habe schon mehrere Male das gesehen und Sie können sich dann dort anmelden. Genau. Leider arbeite ich jedes Wochenende morgens. Genau, das haben Sie wahrscheinlich über die Sprachbausteine geschrieben. Ja, genau. So. Wenn Sie jetzt keine Fragen haben, dann würde ich einfach unser Livestream beenden und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen meinen Zuschauern und bei allen meinen Fans. Genau. Vielen Dank. Ich gehe in der Arbeit. Vielen Dank für die Hilfe. Super. So. Danke schön und wir sehen uns dann wieder live, vielleicht in meinen Kursen.